Es ist der dritte Spieltag beim 23. Sangenau Mai Grand Slam HTT Turnier hier im Tennis Center La Ville. Neben mir steht die Nummer 12 des Turniers, Andi Tolonai. Du spielst heute deine Zweitrundenpartie gegen Wolfgang Dvorak. Welche Gedanken hast du vor diesem Match? Naja, ich kenne den Wolfgang nicht, habe noch nie gegen ihn gespielt, habe auch keine Erwartungen. Ich erwarte mir eine relativ schwere Partie, bin auch momentan leider nicht in der Form, die ich mir wünschen würde. Also erwarte ich mir eigentlich eine enge Partie und hoffe, dass ich einen guten Fight abliefern werde. Falls du gewinnen würdest, würde auf dich ein Duell warten mit dem Damian Roman. Irgendwelche Gedanken dazu? Nein, eigentlich nicht. Also ich kenne ja auch den Damian Roman nur vom Hörensagen. Aber würde mich auf die Partie irrsinnig freuen. Also es ist eine Motivation für heute auf jeden Fall zu gewinnen, weil ich gehört habe, er ist sehr stark, hat auch schon sehr gute Spieler deutlich geschlagen. Und es würde mich irrsinnig reizen, einmal gegen ihn zu spielen und einmal zu schauen, ob ich ihn testen oder ärgern kann. Wer sind für dich die Favoriten bei diesem Turnier? Die Favoriten sind für mich ganz klar die Nummer 1, der Peter Klager, der auf Sandplatz immer sehr stark spielt. Ich glaube auch, dass ein Außenseiter wie Martin Zehetner sehr weit kommen kann, beziehungsweise Mitfavorit ist auf den Titel. Ja, und es gibt eigentlich, man kann es nicht sagen, es gibt so viele starke Spieler, auch ein Schneider oder ein Stabrava. Also ich habe gar nicht die Übersicht über die ganzen guten Spieler. Es kann eigentlich fast jeder gewinnen, meiner Meinung nach. Reden wir über was anderes. Du bist in letzter Zeit kritisiert worden wegen deiner Spielweise, vor allem wegen deinem zweiten Aufschlag. Was hast du zur Verteidigung deines zweiten Aufschlages zu sagen? Ja, zur Verteidigung habe ich eigentlich nicht viel zu sagen. Ich trainiere schon hart an einem zweiten Kickaufschlag im Training. Der ist allerdings noch zu unsicher, dass ich ihn im Match spiele. Also in engen Situationen traue ich mich dennoch nicht anzuwenden. Daher spiele ich noch immer meinen altbekannten sicheren Einwurf als zweiten Aufschlag. Und darüber hinaus ist er eigentlich sehr effektiv, weil gerade umso besser die Spieler, desto schlechter können sie den Aufschlag eigentlich retournieren, weil sie nicht gewohnt sind. Also bis jetzt fahre ich eigentlich ganz gut damit. Man merkt es an den Ergebnissen vielleicht. Und ich werde ihn sicher in ferner Zukunft ändern, aber momentan werde ich ihn beibehalten. Was ist mit einem geänderten Aufschlag langfristig möglich? Ja, ich denke, dass meine größte Schwäche beim Aufschlag liegt. Und ich denke, dass mit einem besseren ersten und zweiten Aufschlag mein Spiel sicher um eine Klasse steigerbar ist. Weil von der Grundlinie kann ich eigentlich momentan mit fast allen ganz gut mithalten. Gut, dann bedanke ich mich für das Interview beim Andi und danke fürs Zuschauen. Dankeschön.